Als ich jung war, fehlte es mir an Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und ich war sehr schüchtern. Mit 13 fing ich an, Bruce Lee-Filme anzuschauen und Kung-Fu-Filme. Dann habe ich trainiert, damit ich mir das Selbstbewusstsein selber ein bisschen beibringe, mit meinem Bruder zusammen. Mit 15, da habe ich Mario und Darko kennengelernt und sie haben mir das Wing Chun beigebracht. Sie sind aus der Linie Ip Man. Und heute noch sind wir in Kontakt und wir trainieren sehr eng miteinander. Wir tauschen uns aus, meine Schüler, seine Schüler und wir sind wie eine Familie weiterhin so geblieben. Život, zdravlje, prijateljstvo. Ich mag Kampfkunst und ich wollte fit sein, ich wollte mich verteidigen können. Das waren die Gründe damals. Uvijek uči vas da budete smireni i da svake situacije nalazite najbolje rješenje. Großmeister ist für mich, kann man sagen, ein zu großes Wort. Ich bin schon Instructor. Es ist mir lieber zu sagen, weil ich möchte unterrichten und wenn man unterrichtet, man hat viele Leute neben sich, die miteinander was teilen. Und die ganze Wissen von Wing Chun geht es weiter. Das ist sehr wichtig. In Ip Man, das ist ja unsere Linie eigentlich, Stammbaum, das ist die direkte Linie von Hongkong nach Europa.